Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, auf Hochtouren laufen in Griechenland die Vorbereitungen für das Referendum, zu dem der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni in seiner Fernsehansprache an das griechische Volk aufgerufen hatte. Ähnlich auf Hochtouren laufen die politischen Debatten und Kommentare der Medien zu diesem Referendum und dem möglichen Ausstieg Griechenlands aus der EU. Als Gegenstimme zu der offensichtlich referendums- und Grexit-feindlichen Meinungsmache der Leitmedien zeigen wir gleich im Anschluss eine brandaktuelle Ausgabe von Kompakt TV, die wenige Tage vor dem griechischen Referendum zur Euro-Frage Themen behandelt wie: Warum nützt der Grexit Griechen und Deutschen gleichermaßen? Und droht ein Putsch gegen die griechische Regierung? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind hier zu einer aktuellen Sendung von Kompakt TV zur griechischen Krise mit mir im Studio Michael Vogt von Querdenken. Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin der Chefredakteur von Kompakt Magazin. Griechisches Referendum am kommenden Sonntag, am 5. Juli. Ich bin hier schon im Look von Alexis Tsipras ohne Krawatte dieses Mal. Das ist ja das besondere Revolutionäre an der aktuellen griechischen Regierung, dass die immer ohne Krawatte auftreten. Ja. Auch Varoufakis, der Finanzminister, schockt ja immer seine Amtskollegen durch das legere Auftreten. Aber nicht das steht jetzt im Mittelpunkt, sondern der aus meiner Sicht epochale Schritt der griechischen Regierung, endlich, endlich, endlich im Euroraum mal das Volk zu befragen und nicht alles durchzusetzen am Volk vorbei über die Umsetzung der Brüsseler Vorgaben. Ich glaube, und deswegen haben wir auch die Sondersendung gemacht, und deswegen ist auch mein Kollege Martin Müller-Mertens jetzt unten in Griechenland, den wir gleich nachher hören werden. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die den Euroraum und damit die ganze Politik auf unserem Kontinent verändern könnten. Wie siehst du die Lage? Also das Spannende bei dem ganzen Thema ist, dass wenn zum wirklich ersten Mal ein europäisches Volk im Hinblick auf die Zukunft von Euro, Einführungen wurden sie ja nicht gefragt, mal befragt wird, dass dann plötzlich dieser ganze Raum am Erschüttern ist. Also wenn wirklich Demokratie mal ernst genommen wird, wenn mal Demokratie gewagt wird, wie damals Willy Brandt gesagt hat, dann ist diese ganze Bürokratie in Brüssel am Zittern und am Zedern natürlich genauso. Und schon das wirft ein bezeichnendes Bild auf diese Struktur, dass sie aufgebaut ist an einer Politik, die komplett an den Willen der unterschiedlichen Völker vorbeigeht und nicht so sehr scheut wie der Teufel das Weihwasser, wenn man die Menschen mal wirklich befragt. Und das ist auch das Schöne. Da kann man den Griechen nur einerseits viel Glück, aber auch großen Respekt zollen, dass sie anders als beispielsweise die Menschen hier, sie den Mut haben zu sagen, und wir fragen jetzt und wir werden einfach mal Demokratie wirklich leben. Und ich finde auch bemerkenswert, wie jetzt in unseren Medien versucht wird, wieder diesen deutsch-griechischen Gegensatz aufzubauen. Ja, natürlich auch mit dem Hinweis, Syriza ist im Grunde eine linksradikale Partei und die haben die entsprechenden Sprechblasen auch, die mich auch manchmal ärgern. Aber man muss ja sagen, hier geht es gar nicht um links oder rechts und die griechische Regierung ist ja auch im Grunde würden wir sagen ein Querfrontprojekt. Wir haben die linksradikale Syriza in der Koalition mit der Anel-Partei, das sind sogenannte Rechtspopulisten. Also hier geht es gar nicht um links oder rechts und hier geht es auch nicht um Griechenland oder Deutschland. Denn wenn die Griechen rausgehen oder wenn die Griechen sagen, jetzt ist Schluss mit lustig und dann werden sie rausgedrängt, dann nützt es ja, egal wie links die das begründen oder wie schräg die das begründen, nützt das ja den Griechen und den Deutschen. Weil wir haben bisher den Löwenanteil der Hilfsgelder bezahlt oder dafür garantiert. Aber das kam ja niemals den Griechen zugute, sondern immer nur den Banken. Ja, also man muss auch dazu noch mal ganz klar feststellen: Die Griechen wären blöd, wenn sie diese Gegensatzkarte, die dann auch sehr populistisch mit der deutschen Vergangenheit und so weiter nicht zögen. Da wären sie einfach dämlich. Eine deutsche Politik,
die wie eine Monstranz die eigene Schuld seit 8 Jahrzehnten vor sich herträgt und zelebriert, lädt dazu ein und kriegt irgendwann einen in die Schnauze oder kontinuierlich, weil man bei dieser Politik nie irgendwo Würde und auch beispielsweise Respekt. Es gibt die unterschiedlichsten Opfer und die unterschiedlichsten Täter im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und mit den ganzen Ereignissen. Und es wird hier ein Täter- und ein Opferrassismus gemacht. Und wenn man das als Politik betreibt, ist das irgendwann mal die Konsequenz. Insofern wundert mich das gar nicht, dass eine entweder rechts- oder rechtsradikale griechische Position oder linksradikale griechische Position diese Klaviatur spielt. Das kriegen jeder Asylant schon von vornherein beigebracht. Er kann sich benehmen, wie er möchte. Er muss nur diese Karte spielen und schon ist alles gut. Ja, was mir nur imponiert ist, eben die Griechen sind ein freiheitsliebendes Volk. Ja, die sind nicht antideutsch, sondern natürlich die sind einfach nicht freiheitsliebend. Die haben im 19. Jahrhundert gegen die Osmanen gekämpft, haben sich ihre Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erkämpft. Dann haben sie gegen die deutsche Besatzung gekämpft im Zweiten Weltkrieg. Und dann haben sie gekämpft gegen den amerikanisch finanzierten und orchestrierten Militärputsch im Jahre 67 und den folgenden. Gegen die Junta, die war ja praktisch eine NATO-US-Junta, eine Militärregierung, da haben die Griechen genauso gekämpft. Das heißt, die wollen einfach ihre nationale Würde verteidigen und das ist jetzt auch die aktuelle Situation. Ja. Und da können wir uns als Deutsche eine Scheibe davon abschneiden. Und wir können uns bei Ihnen eine Scheibe davon abschneiden, dass die Griechen eine Vorreiterrolle für ein freies und befreites Europa spielen. Denn in dem Moment, wo sie ausscheiden aus dem Bereich des Euros und wo es wirklich so sein sollte, dass die Griechen, und wir werden ja eines erleben, das, was in den Medien gar nicht kommuniziert wird, sind jetzt immer nur die Bankautomaten sind zu und die Griechen sind ganz betröppelt, die sehen es ganz gelassen in Wirklichkeit. In 2-3 Jahren ist dieses Land befreit von einer gigantischen Last, hat den ganzen Schuldenberg, den sogenannten, der eh nur ein Goldman Sachs und Co. Schuldenberg ist, beiseite geschoben und hat wieder eine ganz normale, kleine, blühende, vernünftige Drachmenwirtschaft. Und da wird das alles gut funktionieren. Die werden sich sehr gut erholen. Und das ist etwas, wo wir von denen nur lernen können. Und ein Aspekt, ich meine, wir beide haben viele Gespräche geführt mit dem hochverehrten Kollegen Wilhelm Hankel, dem Verstorbenen, der von Anfang an gesagt hat, bei dem allerersten Nachdenken über den Bailout, dieses Geld werden wir nie wieder sehen. Und es war von Anfang an den wirklichen Experten klar, dass das Wegschmeißen von Milliarden auf einem Müllhaufen ist. Deswegen ist ja das Wichtigste, die Fehler sind gemacht. Jeder, der denken kann, stimmt dazu. Selbst Stoiber hat am Sonntag bei Jauch das nochmal ausgeführt. Die Fehler sind gemacht, aber jetzt gilt die Devise, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Die Devise gilt für Griechen wie für Deutsche. Ich wollte nochmal auf die Medien zurückkommen. Ich habe schon angesprochen am Sonntag Günther Jauch. Da war zum Beispiel in der Runde der Klaus Regling. Ja. Der dann auf den Griechen eingeteufelt hat, ja, wer ist denn Klaus Regling? Der ist nicht der Chef vom Euro-Rettungsschirm ESM, sondern das war auch der Typ, der für die EU-Kommission Anfang der Nullerjahre den Einstieg der Griechen in die Eurozone sozusagen hätte finanztechnisch kontrollieren müssen und der die ganzen Betrügereien, die Goldman und Sachs beim Verstecken der griechischen Schulden vor der EU-Kommission gemacht hat, die hat er durchlaufen lassen. Also der Brandstifter, der verantwortlich ist für den ganzen Schlamassel, der spielt sich jetzt als Lehrmeister auf. Und er ist nicht nur ein Brandschwätzer, ich erinnere mich, ihn auch noch als einen extremen Dummschwätzer erlebt zu haben, denn er hat uns im Zusammenhang mit dem Bailout und mit dem, also letztendlich der Finanzierung der sogenannten griechischen Schulden gesagt, das sei das beste Geschäft, was Deutschland und die Deutschen überhaupt machen könnte. Das wäre eine großartige Rendite. Hat das also über den grünen Klee gelobt, genau diese Geschichte, die jetzt mit zweistelligen Milliardenbeträgen für den deutschen Steuerzahler, denn natürlich bleibt es an dem wieder hängen, vor die Wand gefahren ist.
Also er hat nicht nur damals versagt bei der Kontrolle, sondern hat nachher dann auch noch die Konsequenzen dieses Versagens gnadenlos schön geredet. Also jemand, der schleunigst in Rente geschickt werden sollte, ohne Bezüge. Ebenso empörend am Montagabend bei Frank Blasbecks Talkshow, da war ein Journalist, der hat wörtlich gesagt, man muss jetzt die Jungs von Syriza zum Teufel jagen. Und wer war der Journalist? Rolf-Dieter Krause, der ARD-Korrespondent in Brüssel, der seit Jahr und Tag alles in Brüssel schönredet, was die machen, angefangen von dieser unsäglichen sogenannten Euro-Rettungspolitik bis hin zu den Russland-Sanktionen, ein Embedded Journalist, der tief im Enddarm des Systems steckt, aber jetzt der griechischen Regierung und dem griechischen Volk dermaßen Vorschriften macht, also da fällt mir nichts mehr dazu ein. Ja? Und man muss sich natürlich dann bei so etwas nicht wundern, dass dann die Resonanz in Griechenland, wie man in den Wald ruft, so schallt es hinaus, dann auch deutschkritisch wird. Das, was der Grieche natürlich, wenn er unseren Mainstream-Müll liest, nicht mehr differenzieren kann, ist das etwas, die kennen ja die Struktur ja nicht, können sie auch gar nicht kennen, dass wir gleichgeschaltete Medien haben. Was der natürlich nicht begreifen kann, ist das die Meinung der Deutschen oder eines bezahlten kleinen Klientels von Journalisten und von Politikern, die hier antigriechische Stimmung machen, so wie sie vorher Russlandhetze betrieben haben. Also wie auch immer, ich bin gespannt, wie dieses Referendum ausgeht und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück über den möglichen Ausgang. Wir geben jetzt mal das Wort an unseren Korrespondenten Martin Müller-Mertens, normalerweise Chef vom Dienst bei Kompakt Magazin und Chef bei Kompakt TV, aber er ist jetzt in Griechenland, genauer gesagt in Westgriechenland. Und er bleibt bis Sonntag sogar bis Dienstag nächste Woche bleibt er dort, um den Prozess zu verfolgen. Und er hat uns den ersten Bericht von vor Ort vor wenigen Stunden eingespielt. Es ist die Woche vor dem Referendum. Noch herrscht Ruhe in Griechenland, doch vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm. Jede Diskussion über das Referendum sorgt hier auf den Straßen für heftige Diskussionen. Selbst die Worte vom Bürgerkrieg oder Putsch machen die Runde. Für Montag und Dienstag nach dem Referendum sind fast alle Flüge in das Ausland ausgebucht. In der Hauptstadt Athen, aber auch im nördlichen Thessaloniki demonstrierten am Montag Tausende gegen das Spardiktat der Europäischen Union. Der griechische Rundfunk meldet erste Hamsterkäufe. Hier im Westen des Landes spürt man dagegen angespanntes Warten. Auf den Plätzen und Straßen sind vergleichsweise wenige Menschen unterwegs. Auch Demonstrationen, die auf eine bunte Revolution hindeuten könnten, gibt es zumindest bislang kaum. Am Montag sorgte eine weitere Schließung der Banken in der kommenden Woche für Schlagzeilen. Nur noch 30 Euro sollen die Bürger dann abheben dürfen. Überweisungen sind unmöglich, hieß es im griechischen Radio. Es ist ein verzweifelter Versuch, dem Terrorultimatum der EU und dem Abzug von Milliarden durch Oligarchen irgendwie entgegenzuwirken. Die Zeche zahlen die Menschen. Einige Gaststätten hier können nur noch Vorräte anbieten. Für neue Ware fehlt schlicht das Geld. Griechenlands Regierung versucht, die Not irgendwie zu lindern. Der Nahverkehr fährt teilweise kostenlos. Die Maut über eine wichtige Brücke hier im Westen Griechenlands wurde halbiert. Ministerpräsident Alexis Tsipras hat den Ausgang des Referendums mit seiner persönlichen politischen Zukunft verknüpft. Er selbst und seine Regierung genießen weiterhin Rückhalt in Griechenland. Doch zugleich haben 70% der Bevölkerung Angst vor einem Euro aus ihres Landes. Der Ausgang der Abstimmung ist damit völlig offen. Die jahrelange Sparpolitik Brüssels und seiner Athener Kollaborateure haben viele Griechen schlicht zermürbt. Ich sprach gestern Abend mit einer Frau, die 15 Stunden am Tag, oft 7 Tage in der Woche arbeitet, für 600 Euro. Und das sei noch viel, sagt sie mir. Dennoch will sie am Sonntag für das Spardiktat stimmen. Sie geht davon aus, dass ein Ausscheiden aus der Europäischen Union, und das sei bei einem Nein unvermeidlich, das Land noch weiter in die Katastrophe schlittern lässt. Syriza, das ist für sie auch nur ein Teil der korrupten Politikerkaste, die das Land seit Jahrzehnten ausbeutet. Der Kellner einer Taverne
Arne, der auch 2 Stunden nach seinem Feierabend noch hinter dem Tresen stand, sagt, er wüsste noch nicht, wofür er votieren soll. Doch so wie es jetzt ist, könne es auch nicht mehr weitergehen. Von einem regelrechten Wahlkampf ist hier bislang noch nichts zu spüren. Man sieht nicht einmal politische Graffitis an den Straßen. In den griechischen Medien ist die bevorstehende Volksabstimmung dagegen das emotional geführte Diskussionsthema Nummer 1. In den kommenden Tagen dürfte die Debatte deutlich an Fahrt aufnehmen. Ab Donnerstag wird Martin Müller-Mertens in Athen selber sein und da sind die technischen Möglichkeiten sehr viel besser. Wir werden weitere Sendungen mit ihm haben, direkt von vor Ort am Freitag und auch am Sonntagabend des Referendums, wobei aus meiner Sicht noch gar nicht hundertprozentig klar ist, ob das Referendum überhaupt stattfinden wird. Es gibt einen enormen Druck auf die griechische Regierung, das Referendum doch noch abzublasen. Es ist von dem letzten Angebot der Rede die Rede, die die EU-Kommission machen wird. Das erinnert mich an den Film Der Pate, wo ja Corleone, also einem kleineren Schaschen, gesagt hat, ich mache dir ein unschlagbares Angebot. Also ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ganz genau, ja, da weiß man, was man von solchen Formulierungen zu halten hat. Das ist Mafia. Das sind Mafia-Dinge. Ja. Ja. Und wir haben die Oppositionsparteien, die jetzt versuchen, die Verfassungswidrigkeit des Referendums zu behaupten. Wir werden Störversuche haben bei der technischen Vorbereitung, bei der Versendung der Abstimmungsunterlagen und so weiter. Man muss mit allem rechnen. Und aber man kann sich meiner Ansicht nach deswegen entspannen, weil angesichts dessen, dieser unglaublichen Knebelung, die jetzt schon gegenüber Griechenland vorliegt, selbst wenn es jetzt wieder eine Verschnaufspause geht, wir 2 Monate später oder wahrscheinlich sogar 3 Wochen später vor derselben Problematik stehen. Und ich glaube, die Politik oder bin sicher, dass die Politik der griechischen Regierung insofern klug ist, als sie sich schon genügend Rückendeckung bei dem einzigen Staatsmann in Europa geholt hat, mit dem man heute noch vernünftig arbeiten und Dinge gemeinsam gestalten kann, nämlich Herrn Putin. Und da scheint es ja ein sehr gutes, einvernehmliches Verhältnis zu geben. Und insofern kann Moskau wie Athen in Ruhe zuwarten, selbst wenn jetzt der Druck so erhöht wird oder irgendwelche Richter sagen, das sei nicht legal, dann haben wir kurze Zeit später dieselben Probleme wieder. Aber genau weil dieses Einvernehmen besteht zwischen Athen und Moskau, gibt es besondere Gefahr, dass die Amerikaner sich einmischen. Wir haben gestern einen Artikel in der FAZ gehabt, da ist die Formulierung drin, ich zitiere, Washington will aus strategischen Gründen nicht, dass Griechenland Putins Brückenkopf nach Europa wird. Und da wird zitiert aus einer Sitzung des US-Kongresses im Ausschuss für internationale Sicherheit und Finanzen, wo vor wenigen Tagen ein Experte in dieser Kongresssitzung gesagt hat, ich zitiere wieder die FAZ, er brachte die Idee ins Spiel, die Gläubiger könnten versuchen, in Griechenland einen Machtwechsel anzustreben. Das heißt, die Amerikaner werden jetzt nervös, Regime Change ist die Parole und da müssen wir mit allem rechnen. Ja? Interessant ist auch, was der Kollege Udo Ulfkode, gestern bei COP geschrieben hat. Oder nochmal ein Nachtrag, dieser interessante FAZ-Artikel war gestern online bei der FAZ, er fehlt in der Druckausgabe. Also wer ihn nochmal nachlesen will, ich habe ihn auch bei mir auf dem Blog zitiert, aber er fehlt in der Druckausgabe. Und ergänzend dazu, was der Kollege Ulfkode gestern bei COP geschrieben hat, Ulfkode hat ja seine Vergangenheit und hat daher gute Verbindungen zum BND, er beruft sich auf BND-Quellen. Der BND sagt laut Ulfkode, wir haben eine Putschgefahr, weil die Amerikaner oder ein amerikanisch-britisches Sicherheitsinstitut ist betraut mit der Bargeldlieferung an die griechischen Geldautomaten. Das heißt, dieses Unternehmen, was nicht der Kontrolle der griechischen Regierung unterliegt, kann jederzeit eine Krise provozieren, indem es den Cashflow stoppt. Und in der Situation wächst einfach die Putschgefahr. Und ich glaube, wir werden bis zum Sonntag noch alle möglichen Manöver erleben. Und deswegen bleiben wir von Kompakt auch dran. Wir haben jetzt jeden Tag Kompakt online auf unserer Website ein Tagebuch von Martin Müller-Mertens aus Athen, beziehungsweise jetzt ist er noch im Westen davon. Und wir haben eben diese Sondersendungen im TV-Magazin am Freitag und am Sonntag, hoffentlich wieder mit dir zusammen, wo wir den Leser, den Zuschauer auf dem Laufenden halten werden, was die Entwicklung angeht. Und hoffentlich können wir am Sonntagabend dann gleich den Sieg der
griechischen Regierung und des griechischen Volkes verkünden. Des griechischen Volkes vor allen Dingen. Griechischen Volkes verkünden, ja. Und es ist dann ein Sieg auch der europäischen Völker. Denn das ist der Einstieg in den Ausstieg aus dem EU-Faschismus. Und das ist das Besondere. Griechenland hat dann eine Schlüsselfunktion. Lieber Michael, weise Worte zum Abschluss. Vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist. Gerne. Liebe Zuschauer, Sie wissen, es kostet uns eine Menge, dass wir jetzt einen Korrespondenten da über eine Woche runterschicken. Und diese Sondersendungen sind auch nicht billig. Für Sie alle soll es kostenlos bleiben, aber bitte unterstützen Sie uns durch ein Abo unseres Printmagazins, damit wir das weiter querfinanzieren können. Wir sehen uns wieder am Freitag schon, das heißt am 3. Juli und dann eben die Sondersendung am Abend des Referendums am 5. Juli. Vielen Dank fürs Zuschauen.